So, und weiter geht's bei Minecraft. Und jetzt geht es langsam in die heiße Phase. Heiße Phase. Nee, natürlich meine ich die heiße Phase mit der Vorproduktion für den kleinen USA-Trip, weil wir sind doch 3 Wochen weg mit den Superhomies auf Achse im fernen Ländle der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dort werden wir natürlich wieder einige Sachen drehen, aber für diese 3 Wochen... Naja, müssen die Let's Plays natürlich weitergehen. Ich muss jetzt mal gucken. Der DK ist ja nun weg. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier fabriziert haben im Taumel der Gefühle. Hier zum Beispiel so ein lustiges Gebäudchen, das gar nicht fertig ist. Oh, Moment. Mal kurz drüben was wechseln. So. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit dem Gebäude? Das räudige Gebäude. Ja, auf jeden Fall, ich muss jetzt in Vorproduktion gehen, damit die 3 Wochen natürlich weiterhin Let's Plays kommen und so weiter. Kennt ihr ja immer, wenn ich auch im Urlaub bin oder so. Oder krank oder tot oder gerade irgendwie, weiß ich nicht mehr, irgendwie beide Arme abgefallen sind. Es gibt trotzdem immer Let's Plays. Es geht immer weiter. Hyper. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal schnell was checken. Ich muss mal ganz kurz die Timeline hier mit drauflegen, so, damit ich sehe, wie lange ich aufnehme. Was jetzt erst 1 Minute ist, hat sich ja gelohnt. So, ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen, die ich gerne machen möchte. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, das Let's Play soll sich ein wenig, naja, nicht ändern. Aber wir haben jetzt, ganz ehrlich, wir haben jetzt mit dieser Expedition, haben wir irgendwie was gemacht. Dann haben wir die ganze Zeit jetzt hier beim Bauernhäusli rumgehangen. Also wirklich die ganze Zeit nur beim Bauernhäusli. Für die Melonsamen sind wir ewig tun gegangen. Und das hat alles so lange gedauert, so insgesamt, dass wir eigentlich nicht wirklich sonderlich weitergekommen sind. Mal ganz zu schweigen von dem Chaos da oben, was vor allen Dingen jetzt sehr merkwürdig gerade aussieht, naja. Ja, was soll ich sagen und nicht lügen? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie weit sind wir denn überhaupt schon mit allem? Ich schau mal ganz kurz, wir brauchen auf jeden Fall, hier haben wir noch, genau, da hatten wir aufgehört. Wir haben noch 8 Brickstairs. 8 Brickstairs. Und mit diesen 8 Brickstairs machen wir natürlich das Dach noch ein bisschen weiter. So, das sieht da schon mal gut aus. Soweit ist ja schon mal alles Taco. Und da geht natürlich wieder alles schief. Ich würde mal sagen, das hier hat ja auch eh ein Enderman weggehauen. Dann würde ich mal sagen, das hauen wir jetzt wieder zu. So. Und dann können wir ja auch ohne Gefahren einfach mal... Hoppala. Vorsicht walten lassen. So, jetzt haben wir eh keine Dinger mehr, aber was kommt da hin? Da kommt ja sowieso so ein Slapchen hin. Slapstick. Warte jetzt ganz kurz hier auf die Ecke. So. Und auch hier auf die Ecke kommt ein Schläppchen. Und dann haben wir ein offenes, fliegendes Dach. Das ist natürlich so sehr gewollt. Dächer müssen so aussehen, dass sie rumfliegen. Was ich aber noch vorhabe, pass mal auf, die Bricks müssten ja, ich weiß gar nicht, wie weit die sind. Die hatten wir im Ofen. Naja, das geht ja schon, das kann man schon mal so anbieten. 64, 21. Kann ich da direkt nachlegen? Na klar, legen wir danach. So, und auch hier legen wir noch ein bisschen nach. Wupp. Und da wird es natürlich auch schon dunkel. So, wie war das jetzt nochmal? So? Super, freue ich mich. 21 haben wir wieder. Naja, ob das reicht, weiß ich nicht. Ich wage noch dran zu zweifeln. Zack, jetzt haben wir noch einen Brick. Und jetzt machen wir uns wieder ganz spärliche Treppchen. Die sind leider ein bisschen teuer, die Treppchen. Zack. Reicht das noch? Doch, das reicht noch für... Ah ja, gut, das ist doch schon mal super. Jetzt haben wir wieder 16 Treppchen. Das heißt, wir gehen nochmal ganz schnell draußen hin. Und ich überlege ja, ob ich nicht... Pass auf, weil ich hatte nämlich vor, so ein bisschen wieder in den Baumodus zu gehen. Ich hätte nämlich mal Bock, wieder ein bisschen so creative zu sein, weißt? Scheiße. Ja, hat super geklappt, aber egal. Jetzt machen wir dann eben den da hin. Und den Schlepper. Den Schlepper machen wir dahin, den Schlepper, und jetzt machen wir hier. So, ist das richtig da hinten? Das sah gerade so falsch aus. Nee, ist richtig. Super.
Okay, pass auf, dann mache ich das von hier oben. Das geht wahrscheinlich ein bisschen praktikabler. So. Da muss ich gleich noch den einen wegflözen. Sekunde. So. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Und jetzt kommt hier nämlich der Geflözte dran. Und anschließend kriege ich das hin. Ja, wunderbar. So sieht das Ganze dann aus. Und hier muss ich vielleicht noch ein bisschen was anderes machen. Und hier drin sind wir ja auch noch nicht wirklich... Ich fühle mich beobachtet. Noch nicht wirklich fertig. Scheiben haben wir natürlich nicht dabei. Wir könnten ja auch mal spaßeshalber probieren. Nur mal so just for fun. Sieht jetzt aber nicht so hoch. Sieht jetzt aber nicht so ultra geilomatik aus. So ein ultra Scheißwort übrigens, das Geilomatik. Ich weiß gar nicht, wann das mal modern war. Irgendwann hat man das mal gesagt. Geilomatik, Alter. Aber ich glaube, zu der Zeit hat man auch viele Drogen konsumiert. Also andere. So, pass mal auf. Ich muss mal ganz kurz die Playlist jetzt auch wieder ein bisschen anpassen. Mach ich mal so. Ja, das ist schon besser. Okay. Weil, damit man die Spielsounds hört und ich überlege gerade, wir haben die Monsterings gerade aus wissenschaftlichen Gründen. Ich kann leider nicht verraten, warum. Und jetzt gehe ich erstmal hier nach oben. Ich glaube, hier machen wir lieber ein abgeflachtes Dach dann, oder? Machen wir nur so eine Dächer wieder drüben. Ich bin ein bisschen... Weil, dann braucht man eine Menge Ziegel dafür. Ich weiß nicht, ob das... Aber vielleicht ist das ja besser. Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wir sind übrigens gerade... Ach ja, Peaceful, habe ich ja schon erwähnt. Solche Treppen gibt es ja leider nicht. Vielleicht muss ich dann ein bisschen tricksen. Nee, hier sowieso nicht. Wenn dann hier... Wir haben ja noch 6. Ich könnte mal was probieren. Ich weiß aber nicht, wie es aussieht. Allgemein ist ja hier sowieso sehr viel mit probieren. Ich mach mal hier, da muss ich erstmal kurz drauf gehen. Muss mir die Erde aktivieren. Ich würde einfach gerne mal wieder, das haben wir ein bisschen vernachlässigt, ich würde gerne mal wieder ein bisschen richtig bauen. Ne, so richtig Gebäude und sowas. Was man ja vorher dann, oder was man inzwischen ja ein bisschen... hat einschlafen lassen. Wir haben zwar viel gebaut, aber immer so mehr so marginale Sachen. Oder mal, weiß ich nicht, anderes Zeug. So. So, nicht wundern, die Erde kommt natürlich, aua, genau nachher wieder raus. Wie bei unserem Strandhaus, wo wir das ja liebevoll alles mühsam entfernt haben. So, kann ich das jetzt so machen? Wonach sieht denn das jetzt aus? Sieht das sehr scheiße aus? Oder, naja, es geht eigentlich. Ich mach das mal lieber so. Das sieht sonst ein bisschen zu eng aus. Dann mache ich hier mal da ein Slabby drunter. Da mache ich ein Slabby drunter. Dann geht das schon besser. Und vielleicht mache ich hier die Slabs bis zum Ende. Hier. Ja. Also hier, hier. Hier, und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich... Mache ich das dann bis dahin? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt hier Defenses setze? Defenses, also Abwehrmaßnahmen, Defenses. Ach ja, das kann man so machen, okay. Pass auf, dann reiße ich das hier weg, dann kommt da eine Treppe hin. So, und dann machen wir mal hier einfach noch wieder Abwehrmaßnahmen hin, zack. Und schon sieht es aus, als würde das Dach tatsächlich gestützt werden. Das Blöde ist nur, dass wir das jetzt natürlich auch... Können wir das oder... Machen wir die Erde wieder hin. Hier, zack. Das müsste eigentlich gehen, ne? Wenn wir hier einfach zack wieder so ein Ding hinmachen... Genau, dann mache ich das nämlich so bis zu den Holzbalken. Dann wird das quasi einmal ringsrum getragen. Ich glaube, das sieht cooler aus als einfach nur so ein normales Haus, wo dann einfach nur ein normales Dach drauf ist. Wenn man da einfach noch so ein bisschen
was mit dazu macht. Und jetzt bräuchten wir eigentlich noch Dingens. Wir bräuchten noch Glas. Und hier für den Boden müssen wir uns noch was einfallen lassen. Uah. Auf jeden Fall ist klar, dass hier keine Erde liegen kann. Da müssen wir mal gucken, was wir da hinballern. Genau weiß ich es noch nicht. Und vielleicht... Ach ja, ist ja eh peaceful. Ich wollte gerade gucken, ob da irgendwelche fiesen, sinistren Monstren sind. Jetzt mache ich mal hier. So, dann kann man mich bis dahin noch ein bisschen Gravel machen. Ich hoffe, Herr DK, ist es recht so, wenn ich das Haus so verunstalte, wie ich es gerade tue. Ich hoffe, es ist in seinem Sinne. So, kann man ja mal so machen, ne? Mach ich das bis... Huch. Da mache ich noch ein bisschen Gras weg. Muss ja nicht allzu zugewachsen aussehen. Den hier auch noch, damit es da auch wirklich ein bisschen reingeht. So, okay. Ja, 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 la, 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 la. Komische Musik läuft hier gerade. Wie mache ich den Boden, sag mal? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Soll ich den vielleicht so aus diesen Stone Bricks machen, so wie hier drüben der Dingens ist? Ich meine, hier fällt der Boden dann eh nicht auf. Und es passt zu den Wänden. Und vor allen Dingen habe ich zu wenig davon dabei, was das Ganze natürlich sehr gut macht. Dann machen wir so eine Art Steinhüttchen. Ich kann ja vielleicht noch ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Ja, 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 la, lach mal, ja. Boah, ich kann gerade überhaupt nicht singen. Weil ich noch so halb heiser bin von den Aufnahmemarathons. Pass auf, ich nehme mal so einen, die Stonebrick Stairs nehme ich mal mit. Oder die Stonebricks auch. Was lasse ich denn dafür hier, verdammt? Cobblestone? Ach Mensch, das wird alles wieder so durcheinander. Netherbrick? Do I take the Netherbrick? Die Bars kann ich ja auch mal nehmen. Ach du Scheiße, was ich hier alles für einen Plunder mit dabei habe. Hier, das Brot packe ich gerade mal weg. Auch wenn das gar nicht in die Kiste gehört, aber egal. Wie viel habe ich denn davon? Wo sind die Platten jetzt? Habe ich die nicht mitgenommen? Doch, da, 15. 15 reicht wahrscheinlich für genau gar nichts. Theoretisch könnte ich das Haus ja ein bisschen tiefer machen. Und gleich ist die Spitzhacke übrigens weg. Na super, jetzt kann ich die alle nicht mitnehmen, weil ich wieder voll gescheißert bin. Pass auf, folgendes. Ich lege mal ab, was ich nicht brauche. Wir haben eh gerade keine Monster an. Das heißt, ich lege mal eben ab meine Klamotten. Nee, lieber nicht. Also das hier zumindest. Hier ist kein Platz mehr in der Kiste. Das ist ja wahnsinnig toll. Was lege ich denn von hier ab? Die 64 Clay. Wie sieht's denn hier brickmäßig aus? Was sagt denn die Brick Force hier hinten? 61. Da habe ich jetzt 62. Zack, dann versuche ich mal mein Glück und sage mal hier, 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 hier. Hier, 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 hier. So, 32 haben wir wieder. Und jetzt kann ich... Ach, dann warte ich mal, bis die beiden leer sind. Dann lege ich da gleich mal nach. In der Zwischenzeit kann ich denn hier die Brote, sollte ich vielleicht mitnehmen und doch lieber in die passende Kiste legen. Wo ja sehr viel Platz drin ist. Hervorragend. War ein guter Plan. Vielleicht kann ich die Steaks hier ablegen, aber ich vermute mal... Doch, Steaks ist hier noch Platz. Super. Die Steaks brauchen wir gerade auch nicht. Das Feuerzeug brauchen wir auch gerade nicht. Und ich glaube, es ist ganz lieb, wenn ich das da weglege so lange. Sand und Stone Bricks und Sandstone und Pipapo brauchen wir gerade auch nicht. Leitern vielleicht schon eher.
Den Fans kann ich mal mitnehmen. Werden wir bestimmt noch brauchen. Dafür gerade die Pfeile nicht unbedingt. Habe ich für die Pfeile drüben noch Platz? Bestimmt auch nicht. 64 haben wir da schon drin. Obsidian. Ich könnte ein schönes Haus aus Obsidian bauen. Das ist bestimmt sehr wohnlich. Oder hier die Wooden Planks, die dunklen. Die könnte man doch auch mal verramschen. So, pass auf. Jetzt legen wir... Nee, nicht die Wooden Planks, sondern... Jetzt legen wir den Clay da rein. Zack. Ach, super. Hier haben wir noch genau 8. Das heißt, das kommt genau hin, wenn ich jetzt hier die Clay reinlege. Was? Du willst Herr D-Clay reinlegen? Nein, das würde ich nie tun. So. Sieht das Ganze jetzt aus? Das ist jetzt nicht unbedingt das schönste Haus, das man jemals gesehen hat. Aber es wird seinen Dienst verrichten. Sieht ein bisschen aus wie ein UFO, aber... Das wird schon so gehen. So, und die Frage ist, wie machen wir's? Ich müsste dann im Grunde genommen... Scheiße. Ich bräuchte doppelte Slapsteine. Kann man sich die eigentlich inzwischen craften? Weiß ich gar nicht. So? Nein. Nein, geht offenbar nicht. Weil das Problem ist nämlich, wenn ich die unten reinbaue. Wenn ich hier unten jetzt Slabs reinbauen würde, dann könnte ich den oberen... Oder geht das inzwischen? Kann sein, dass das inzwischen gefixt wurde. Ich weiß es gar nicht. Es ging jedenfalls eine ganze Weile lang nicht. Da hatte ich immer meine liebe Not in der Let's Show-Welt, das immer zu setzen. Jetzt geht's inzwischen. Ach, super. Hervorragend. Das heißt, ich kann jetzt endlich hier einfach mal fröhlich... Die Wand nachträglich ausbessern. Boah, da hatte ich immer super Probleme, als das noch nicht ging. So. Nein. Mist. So, muss ich mal wiederholen. Und jetzt baller ich. Ich glaube, ich mache hier erstmal alles mit Erde zu. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Muss ja nicht alles doof sein. Dann hat zumindest das Haus hier ein, naja, solides Fundament ist vielleicht was anderes, aber zumindest kann man hier rumlaufen, ohne Angst zu haben, sich gleich aufs Maul zu legen. So, und die Frage ist, wie sieht es jetzt aus, wenn ich mit den Dingern hier am Rumbasteln bin? Ja, hätte ich vielleicht noch nicht zubauen sollen, aber egal, komm, dann mache ich hier mal dicht. Dann bin ich jetzt out auf diese Steinchen. Und vielleicht mache ich das hier auch... So. Habe ich denn überhaupt... Ja, Schaufel haben wir noch, gut, Gott sei Dank. Dann würde ich sagen, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das, das und das. So, das Blöde ist, wir werden dann von unten nochmal zubauen müssen. Ich komme da gerade so nicht ran, es sei denn natürlich... Nee, das geht ja nicht. Scheiße. Naja, egal. Weil, wenn wir jetzt von unten in diese Piratenhöhle reingehen, die ja noch lange keine Piratenhöhle ist, dann haben wir da überall diese komischen Steine von unten. Was jetzt nicht das Allerschlimmste ist. Die können wir dann immer noch zubauen. Das ist okay, so... So... Gut, hier kümmern wir uns dann später noch um den Boden. Momentan belassen wir es erstmal dabei. Und ein Dach brauchen wir auch noch. Das ist also mal wieder ein weiteres unfertiges Haus. Das wird sich aber hoffentlich in Bälde ändern. Ich würde mich wirklich sehr gerne hier mal was hinbauen. Und zwar etwas, was ich da schon lange mal hinbauen wollte. Huch. Aber dazu benötigen wir Holz.